Herzlich willkommen in meiner Apotheke in Walldürn. Mein Name ist Jan Reuter und ich möchte heute mit euch über Diclofenac-haltige Gele sprechen. Die sind in der Apotheke sehr gefragt. Man verwendet sie zum einen zur Behandlung von Zerrungen, Verstauchungen, Prellungen, aber eben auch bei rheumatischen Erkrankungen. Aber alles, was eine Wirkung hat, hat natürlich auch eine Nebenwirkung, also unerwünschte Nebenwirkungen. Und das ist gerade ganz aktuell in der Presse herausgebracht durch die Deutsche Arzneimittelkommission, die uns immer auf dem neuesten Punkt hält. Bei den ganzen Gelen, über die ich spreche, also Diclofenac-Gele, schauen wir mal da hinten. Da haben wir welche, da Bruno, mein Bär, sitzt drauf. Oben drüber haben wir noch ein Generikum. Ihr wisst, was ich meine. Da handelt es sich einfach um 1-2%ige Zubereitungen. Und die enthalten das Diethylamin oder das Natriumsalz von Diclofenac. Voltaren ist da, glaube ich, bekannter. Häufig beigefügt ist dann der Wirkstoff Propylenglykol, ätherische Öle oder Butylhydroxytoluol. Und für all diese drei Wirkstoffe sind unerwünschte Nebenwirkungen bekannt. Und das Risiko gilt eben nicht nur für das Diclofenac, sondern für alle anderen Wirkstoffe, die man topisch, also eben auf der Haut anbringt, wie Ketoprofen oder Ibuprofen. Und die Arzneimittelkommission hat sehr, sehr viele Spontanberichte aus Apotheken erhalten. Oft ist es aber so, dass der Patient gar nicht in die Apotheke geht, sondern gleich zum Arzt und mir dann nicht die Möglichkeit haben, diese Spontanberichte zu melden. Viel schlimmer sind allerdings dann Sekundärinfektionen oder Hautablösungen. Und das ist ganz, ganz unangenehm, weil bei den allermeisten Patienten dauert sowas bis zu 2 Wochen oder länger als 2 Wochen nach der allerersten Applikation, also nach der allerersten Verwendung an. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man so ein Diclofenac-Gel eben nicht großflächig verwendet, dass man es nicht auf verletzter Haut verwendet und auch nicht mehr unter Okklusivverbänden verwendet. Das sind diese luftdichte Verbände, davon rate ich mittlerweile auch ab. Ja, wenn mal so ein Stützverband angelegt wird, dann vielleicht vorher ein paar Minuten das Gel einziehen lassen. Zum Schluss noch ein paar Hinweise von mir. Was natürlich wichtig ist, und das kriegt ihr in jeder Apotheke, den Hinweis einfach, wie das wirklich korrekt angewendet werden muss. Dann ist mir wichtig, dass ich immer frage den Patient, wenn er so ein Diclofenac-Gel sich holt, lieber Patient, weißt du denn, wie du es anwenden sollst? Weißt du wirklich, ob du ein erbsengroßes Stück nehmen sollst oder schmierst du gleich die ganze Packung, weil du alle 3 Tage dir so ein Päckchen kaufst? Es kann auch bei kleinsten Mengen zu unerwünschten Reaktionen kommen. Insbesondere, wenn ich eine Kombination habe von diesen Gelen äußerlich und ähnliche oder gleiche Wirkstoffe innerlich. Dann rate ich davon ab, weil es da einfach wenig Sinn macht. Da ist die Gefahr einfach höher. Und wenn es solche Hautrötungen gibt, Unverträglichkeitsreaktionen, dann bitte sofort mit viel Wasser großzügig abspülen und von der Haut entfernen. Liebe Grüße bei mir aus dem Notdienst. Wenn ihr Alternativen haben wollt zu diesen wirklich zugegebenermaßen guten Schmerzmitteln, die man äußerlich topisch anwenden kann, findet ihr eure persönliche Beratung in der Apotheke. Egal, wo ihr da gerade vor Ort seid, und da kriegt ihr bestimmt auch noch tolle Alternativen empfohlen. Herzliche Grüße, haltet die Mundwinkel oben, euer Jan, bye.